Darf der Vito, wenn er ganz lieb fragt, dann Benz fahren? Du Geil, darfst. danke. Wo seid denn ihr? Sofort da, Vito fährt. Ja, klasse, toll. Fühl mich wohl. Hoppala. Vito fährt. Ja, darum ist auch nichts passiert. Oh. Sehr gut, danke schön. Alle drin? Macht nichts kaputt. Gib mir die größte Mühe. Ordentlich. Immer. Du weißt, der Money hängt an seinem Auto. Das weiß ich. Oh. Ui, aber die. Das macht nichts kaputt. Ich muss aber dringend ins Ich fahr nicht. Ja. Scheiße. Ihr 60. Das wird teuer. Ey, Vito, aber pass bitte auf, dass du nichts kaputt machst, ne? Bitte denk dran, ja? Gib mir die größte Mühe, ehrlich. Ui. Kann man nur so sein, ey. Das war so gut. Und Nein, wie 10 Meter sagst du halt gefahren. noch? Heaven's California. Ja gut, also man sieht, es ist möglich, aber das Problem ist, ich glaube, man braucht, ja. Wichtig ist halt eigentlich nur die Frage, ob das halt wirklich geht, dass wenn wir die Leute halt die Autos abluchsen, die uns die Schlüssel geben, wie die dann halt auch da einladen können. Gibt nur einen Weg, das Das. rauszufinden. Ei, 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 ei. Richtig. Einer von uns holt ein Auto, ich nehme jemanden den Schlüssel und wir versuchen den da reinzuhauen. da steht ja ein Monster-Truck drauf. Und da ist ein geiles Auto drin. Ja. Hat jemand unsere Idee umgesetzt? Ich glaube nicht, nee. Nee, irgendein Polizist hatte mir was von einem Transportunternehmen erzählt. Ich glaube, er meint das Nochmal hier. ganz kurz Kopf. Ja, ich versuch's mal. Ja? Ito, du hast auch einen Twingo, ne? Ja. Hast du noch was anderes? Zweiten Twingo. Bei dir läuft richtig. Hast du noch was anderes? Nee, ich hab noch so einen Nissan Skyline. Dann nehmen wir den. Oh. Ja, können wir Wer ist machen. der? Ja, in der Garage, denke ich. Wollt ihr den ganz kurz holen? Ja. Dankeschön. Du fährst. Allerdings. Huch. Oh. Hast du mein Leben? Also? Das hätte ich auch gekonnt. Schieß dir gleich so ins Gesicht, du Arsch, ne? Oh. Scheint wunderbar zu funktionieren. Ja, wirf ihn einfach rein. Mach mal die Gabel ja. gerade. Das sieht aber ungesund aus. Was du da versuchst. Ja, wieso? Wieso? Antwort kriegst du bestimmt gleich. Kann das sein, dass man da drin sitzen muss? Nein. Willst du dich mal reinsetzen? Also letztens habe ich gesehen, wie die Polizei jemanden hochgehoben hat und da drin gesessen. Das hat besser geklappt. Oh. Ja, oh, und? Er ist drin, nicht drauf. Mein Auto. Fast. Ey, ja gut. Ja, was machen wir jetzt? Hebt mal mit dem Gabelstapler den anderen Gabelstapler da weg. Aber ja. Ja gut, Oh, mit dem wollte ich noch rumfahren. Ey, der Typ im Gabelstapler klaut Autos. Sie scheiß Dieb! Ja. Scheiß Dieb, ich bin ja Mauer, die Junge. Hallo Polizei. Wie Hi. geht's euch? Ist gut, und Ihnen? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Was macht Ja, ihr hier? wunderbar. Ja, deswegen wurden wir hingerufen.
Von wem wurde der denn hier hingerufen? Ja, aber um was geht's denn? Wir wurden hingerufen, da hier LKWs gestohlen werden sollten. Das kann keiner wissen! Kann auch keiner wissen. Wer hat denn den Notruf geschrieben? Hörchen. Hi. So, Sie sagen also, der hat sie mit Absicht hier hingestellt, damit... Ja, warum genau? Ja, weil... Keine Ahnung, das hätten Sie ihn fragen müssen. Aber er hat sehr viel Mühe und Zeit investiert, dass Sie hier stehen. Ja, und der wäre traurig, wenn Sie ihn jetzt wieder wegnehmen. Ja, Adler, richtig. Ja, richtig. Das bin ich. Wir hatten Sie schon gesucht. Ah, okay. Wegen dem LKW-Diebstahl. Können Sie sich das erklären? Scheinbar war das ein Missverständnis, denke ich mal. Ein Missverständnis. Sag ich auch immer. Ich wurde von dem Herrn, der das hier alles verladen hat, beauftragt, dass er, während er schlafen ist, ein bisschen zu bewachen. Wenn ist der Herr zufällig Kalle? Wie bitte? Ist der Herr zufällig Kalle? Das hat er mir leider nicht gesagt. Ja, aber... richtig. Ist der Herr Schmitz. Das ist ein sehr guter Freund von mir. Irgendjemanden, den Sie nicht mal kennen, hier stundenlang in den Wald und wissen nicht mal den Namen? Was ist denn mit dir weggefallen? Ich bin vorbeigefahren. Und dann sehe ich natürlich... Ich will nicht sagen, aber könnt ihr kurz ein bisschen nach rechts? Ja, klar. Okay. Vorsicht! Das Ding zickt ab und zu mal, ne? Ja, klar. Lass mich mal reinsetzen, ich hätte das notiere klappt dann besser. Und werde mal Rücksprache mit dem Herrn Schmitz halten, ob das alles so richtig ist. Okay. So, aua, klappt nicht. Steig wieder aus. Penn, du bist ziemlich doof. Bei mir war es ein Kickflip. Hat fast wehgetan, aber am Glück gehabt. Ja. Ja, was ist jetzt hier Sache? Ja, Herr Polizei. Ja, der Kalle ist gerade leider nicht im Start. Richtig. Das mit dem Herrn Adler hier, mit dem LKW-Diebstahl habe ich mir notiert, da halte ich mir in Herrn Schmitz Rücksprache. Ja. Für mich sieht das auch nicht aus, als würden sie irgendwelche LKWs klauen. Natürlich nicht. Von daher machen wir uns wieder auf den Weg. Jo. Schönen Abend noch. Ja, ja, ebenfalls. Okay. Es klappt. Oh mein Gott, es klappt. Tatsächlich. Da gibt gleich sofort um. Ding, oh. Ding hat keine Bremsen. Sieht ziemlich lustig aus. Ding wird 25, was willst du denn da bremsen? Du mit dem Stabler gegen mich mit dem Mofa. Wehe, du lässt das jetzt auf meinen Wagen fallen, Mann. Würde ich nie tun. Guck mal, wie er lacht, ey. Ja. Würde ich nie tun. Ist das alles eng hier? Oh. Passt das? Ich brauche mal wen, der guckt. Ja, ja. Ja, ja, weiter, weiter. Das weiter. Passt dreimal immer. Zweimal davon gar nicht und einmal fast. Runter. Ab runter? Runter! Sauber. 1A. Ja, gut gemacht. Und jetzt fahren wir mit dem LKW in ein Stück. Mal gucken, ob das funktioniert. Lassen wir mal, warte mal, machen wir mal zu, lassen Sie. Adler dritt ist das geil. Ich hab ein bisschen Denk an die Bahnübergänge, fahr da nicht so schnell drüber. Wollen wir hinterher? Oder? Ich hab keine Ahnung. Und nehmen wir auch LKWs. Adler, guck weg. Ich weiß deinen Namen. Okay. Ist dir bewusst, dass du gerade einen LKW vom Kalle knackst? Wer ist Kalle? Sehr guter Kumpel von mir, der wird dich mit einer Säge komplett geistig behindert verprügeln. Soll ich lieber lassen? Weiß ich nicht, wenn du nicht geistig behindert geprügelt werden willst, dann lass es sein. Eigentlich habe ich da eher weniger Lust drauf. Was ist los? Das ist die Lieferung hier, ist gar kein Problem. Guck schon, hallo, du wirst geistig umgeprügelt. Ding, 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 ding. Ja, einen kann ich noch verkraften. Dem kann ich dann sagen, pass auf. Wir brauchten den. Ah, okay. Aber wenn wir zwei gebraucht hätten?
Wer hat wen umgebracht? Der Keller haut dir auf die Schnauze. Ja, komm, mach, ich nehme die Verantwortung auf mich. Was? Nee. Okay. So. Ich muss ja erstmal. Hey Leute, der Keller haut uns beide auf die Schnauze. Ach, jetzt haben wir beide eine gebrochene Nase. Wie geil ist das bitte? Ja, aber das wird eh nichts, der Monster Truck hängt hier so halb drin. Was passiert eigentlich jetzt, wenn man den Monster Truck flippt? Oh ja, lass mich mal hier weg. Kannst du, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, ich hätte so viel lieber das Auto, was da drauf steht. Kannst du mir das vom Gabelstapler da rausholen? Welches? Das Auto, was da drin steht. Warum denn? Wieso? Gabelstapler fahren low. Tu mal was. Wieder hopp nochmal. Hol dein Auto raus. Ja. Okay, ich probier's. Oh, jetzt kommt man weg. Dann müssen wir den LKW wegfahren. Hör mal auf! Oh ja, du hast einen Schlüssel eigentlich? Ja. Ich hab einen Schlüssel, Ludio. Was? Ja, gut, ja, aua! Das war nix mit dem Skat. Was? Was war das? Du hast das Auto rausgenommen. Oh. Wie ist das denn passiert? Weiß ich nicht, aber ich blute, glaube ich. Also du musst fürs Einladen, musst du der Letzte sein, oder musst du halt, ne, der Letzte gewesen sein, der im Auto drinne saß, bei dem Auto, was du einladen willst. Wie, du hast Schmerzen. Glaube, ja. Glaube, das ist beim Fahren genauso. Das Ding hat einer echt keine Bremsen, Mann. Ist ja unfassbar. Das Ding fährt 25, wofür brauchst du da Bremsen? Muss gerade sagen. Oh. Ja, aber Vito. Hi. Skyler, hast du Astra ausgepackt? Ja, danke. Ja, Respekt. Geht so, als wär's gewollt. Fast raus! Ja. Ja, ein Stückchen noch. Pass auf, dass du nichts kaputt machst. Ja, klar. Hab das gelernt. Ich seh das schon. Am Staplerschein. Ja, fast. Bisschen noch. Das musst du rauchen. Ja, noch ein Stück. Oh, ich hab Angst. Ey, Manni, der LKW dampft. Das ist Quatsch. Ach, das will ich mir nur ein, okay. Mach einfach weiter. Das ist, kann nichts passieren. Eigentlich. Ganz scheiße, ich glaub an dich. Go, Manni. Go, Manni. Scheiße, was ist denn eigentlich, wenn ich den LKW einfach hier weghebe? Ja, mach doch einfach mal. Ja. Das könntest du auch machen. Ja, ja, oh. Das sieht gut aus. Draußen. Und steht. Oh, die Karre, wie hoch ist das die Auto Zündung, steht erst rein. Einmal mit Profis, ey. Sagt doch direkt, der Monster-Truck steht auch erst rein. Aussteigen, Manni. Der mittlere LKW, der steht irgendwie komplett komisch da. Kannst der hier? Ja. Der ja, sicher. Ja, hör mal. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Ja, krieg ich hin. Gut. Also gut. Das mit wäre LKW der mittlere eigentlich gewesen. Also der hier steht kacke, oder was? Der steht richtig kacke. Ja, okay. Wo will die soll denn? Ja, gut. Mir fehlt dir einfach die Ordnung. Das ist einfach zu unordentlich. Ja. Oh, ja, gut. Ja, anheben. Genau. Noch ein Stück. Ah, oh. Noch ein Stück. Der kam ganz schön nah. Ja, ich musste den ja erstmal kurz freigraben. So, jetzt kann ich erst ran. Bremst doch, du Scheißding. So. Ja. Das ja, hier das ist nämlich der Sweet Spot. Hier kann man den perfekt anheben. So, so. Standard. Ja. Ja, super. Ach, genau. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, Moment. Ich hab, brauchst du da so ein bisschen Hilfe? Nee, ich fahr kurz selber. Ja, hoch. Super. So. So, jetzt hier mit Trick 17. Ich zieh mich jetzt erst hier so rein. Guck, zack. Ja. Was ihr sehen? Ja, das sieht gut aus. Jetzt wird das erstmal, pass auf, jetzt wird das hier angewinkelt. Okay. So. Dann macht und jetzt erst nach oben. Ja, so. Ja, sauber, das sieht wunderbar aus. Bin schön. Ja, klasse. Rein. Genau so. Ja, das muss so. Ja, der steht gut. Schief. Der Monster Truck, ja, kein ist Problem. Ein bisschen schief noch. Ja, da kriegen wir auch hin.
Der Kalle, der wird so stolz auf uns sein. Ja, ja, glaube ich auch. Wir machen so. Ja. Ja, jetzt ist perfekt. Genau. Bitte. So gefällt mir das doch. Ja, ja, so komm. Muss das ja. Stehen. Ja. Ja. Was? Ja. Oh. Er träumt nicht. Du Scheiße. Unter der Achse ey. Mussten greifen. Der Hörner. Und dann auf Marsch. Ja. 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 Oh. Nee, ja. Wunderbar. Ja, doch, kann man lassen. Das ist Kunst. Doch, ja, das kann man lassen. Wir nennen okay. es Liebe. Ja, aber da hätten wir noch einen dritten doch. LKW. Der steht auch noch nicht so ganz richtig. Der da hinten, ja, stimmt, ey. Aber da brauche ich wieder 7 Jahre, bis ich da bin. Moment. Das ist nicht ja, schlimm, warte, Manni. Lass dir Zeit. Ja. Überstunden werden bezahlt. Bleibst du sitzen? Achso, ne. Was? Nein. Ich bleib da doch nicht drin, ich hallo? Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Rat mal, aber was da drin ist. Ein Dreck. So. Was war denn der Adler jetzt vor einer? Ja! Oh, oh ja! Ja. Ja, ja, das ja, sieht ja. sehr gut aus. Ja. Oh, dein Auto. Oh, 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 oh. Das geht immer noch ein bisschen schief, ey. Hauptsache der... Ey, warum kriegt denn jetzt so Speed, Alter? Was ist denn mit dem Ding? So. Der freut sich. Ach, auch mein Wagen kann das mal ab. Das passt schon. Ja. Ja, ja. Ja. Oh. Ui, ui, ui. Ja, das war's. Manni, das hast du gut gemacht. Jetzt hast du dir auch dein Feierabend verdient. Eindeutig. Ja, ich ruf mal die Medics. Das ist fast eine ja, gerade. Manni, die Pause hast du dir verdient. Eindeutig, ruh dich aus. Ruh dich aus. Ja, mach dir nichts raus. Mach die Beine ein bisschen breit. Alles gut. Also mit denen gerade, ja. Ja, gut. Ja. Medic? Hi. Ja, bitte. Ich hab grad nochmal geschrieben. Könnt ihr ignorieren? Ja, gib ich mir sowas durch. Dispatch kann ignoriert werden. Ich bin vor Ort. Komm. Ja, hier, Arbeitsunfall. Ja, Arbeitsunfall. Was ist denn passiert? Wir waren am Ausräumen. Schwächeanfall. Ja, ja, du hast heute nicht gefrühstückt. Hat uns aber nochmal Glück. Krankenwagen mal ordentlich parken. Ist der offen? Nee, aber ich hab einen Gabelstapler. Ach so, nee, dann nicht, danke. Okay. Achtung, schon mal vorher aber weg vom Patienten. Ich muss schocken. Ja. Oh, so, da fliegen LKW. Manni, die Pause hast du dir aber auch verdient. Aber jetzt müssen wir weiterarbeiten. Ja, okay, ich arbeite weiter. Genug ausgerufen. Was ist denn passiert, der Herr? Ich hab einen LKW gestaplert. Gestaplert? Ja. So, die Kollegen haben gemeint, sie haben sich wohl überhoben. Das könnte wohl auch in diesem Sinne, denke ich. Ja, ja, ich hab mich... ja, ich hab mich überhoben. Den Armen überhoben, was ich jetzt gedacht hab. Aber naja. Ansonsten soll ich Ihnen aber noch eine Entschuldigung von der Leitstelle her ausgeben, dass die Leitstelle Ihnen nicht geantwortet hat. Ja, die sollten sich schämen. Ja, ich wusste gar nicht, ob die jetzt kommen oder nicht. Moment. Leitstelle für die 37, bitte kommen. Ja, und zwar, ich soll Ihnen sagen, Sie sollen sich schämen. Oh. Ja. Ich sollte das der Leitstelle ausrichten. So. Falls es keine Rückmeldung gibt. Hallo, antworte doch, Leitstelle. Ist mein Punkt schon wieder kaputt? Er steht wahrscheinlich jetzt in der Ecke und schämt sich. Dauert ein paar Minuten. Von dem Herrn Kolesi, dass sie dem nicht den Notruf geschickt haben, komm. den Rückruf geschrieben haben. Ja. Soll ich Ihren Krankenwagen kurz richtig parken? Haben wir auch schon gefragt. Brauchen Sie nicht, ich fahre jetzt sofort weiter. Na gut. Aber wir nennen den Starbucks. Ich soll noch sagen, dass die Leitstelle sich in die schämliche Ecke stellt und sich jetzt in die Hose kackt. Sehr gut. Moment, was? Aber ich habe keine Ahnung, ich sollte es nur ausrichten. Aber wieso? Weil es ihm so leid tut, dass er das macht, um sich selber zu schämen. Ja gut, kann nicht mitleben. Der muss sich doch nicht einscheißen. Ja das doch. Das ist unsere Leitstelle, tut mir leid. Wer ist die denn? Der Hashimoto. Okay. Doch, der kann sich ruhig einkacken, das ist okay. Alles klar. Gut, die Herrschaften. Ich wünsche mal, sie kommen bestimmt gleich nochmal wieder. Ja, bleiben Sie am besten in der Nähe. Und so wie es hier aussieht, denke ich es mir wirklich. Aber Herr Dorsten, ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie den Spruch noch kennen, aber immer schön rechts fahren. Ja. ja, ich versuch's. Ja, gleichfalls. Tschüss. Ich stelle mir gerade vor, wie konzentriert ihr einfach guckt. Ja, gut. Tschüss. Da könntest du recht haben. So. Und genauso bleibt, da ist auch keine Lust mehr. Ja, nee, kann man lassen, oder? Ja, ist ganz okay. Und ja. Sieht das doch ordentlich aus. Da ein bisschen einheitlich sein hier, ne? Mm.
Ja. Ja. Das war so klar. Oh Gott. Ja gut. Doktor, komm nochmal zurück. Scheiße. Der Doktor ist eh in der Nähe. Scheiße.